Willkommen bei Formel 1. Hier in Sakhir ist es fast 18 Uhr und das heißt, es ist fast an der Zeit für den großen Preis von Bahrain. Auf der Pole steht heute Sebastian Vettel, der wohl vor dem Start extrem zuversichtlich sein dürfte. Er hat gestern eine überzeugende Leistung gezeigt und wenn er heute erneut so fährt wie gestern, dann kann ihn keiner schlagen. Gestern fuhr er wie entfesselt. Es würde mich also nicht wundern, wenn er dem Feld heute einfach davonfährt und uneinholbar wird. Aber wie wir wissen, ist in der Formel 1 alles möglich. Lassen wir uns also überraschen. Was war das beim letzten Mal für ein Rennen für Sebastian Vettel? Der Deutsche in Hochform und er hat eine beinahe perfekte Leistung hingelegt. Nachdem er 4 Weltmeistertitel in Folge gewann, hatte Vettel Probleme, sich an das neue V6-Modell zu gewöhnen. Gemäß dem Spruch, Form ist tagesabhängig, wahre Klasse jedoch von Dauer, ist er wieder zurück, um Grand Prix zu gewinnen und sein großartiges Talent zu beweisen. Dieses Rennen gewinnen wir. Thank you.
verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Dein Vorsprung vor Hamilton wächst spürbar. Du gewinnst etwa 5 Zehntel pro Runde.
einschalten. Das Boxenstoppfenster ist offen. Das war unser
Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant.
40% des Startbenzins. Noch 40% Benzin. Sebastian Vettel holt heute den Pokal nach einer herausragenden Leistung. Ein hochverdienter Sieg für den deutschen Piloten. An manchen Tagen fühlt man sich als Fahrer einfach wohl im Auto und hat ein gutes Gespür für die Strecke. Eine unschlagbare Kombination. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen.